Klinik am Südring. Die Notaufnahme ist das Herzstück jeder Klinik. Hier werden über das Jahr gerechnet genauso viele Patienten behandelt wie auf allen restlichen Stationen zusammen. Ein schwerer Unfall mit dem Gabelstapler wird jetzt zum ersten Notfall des Tages für Unfallchirurg Alwin Burger. Langsam, langsam, langsam. Wer wird in einer Lage? Und ist runtergefallen auf ein Regal. Vorsicht. Ja, so. Dann gehen wir am besten mal in den Schockraum. Wie geht's dir? Die Arbeitskollegin des verletzten Mannes steht nach dem Unglück völlig unter Schock. Noch ahnt niemand, was tatsächlich zu dem folgenschweren Unfall mit dem Gabelstapler geführt hat. Können Sie auf dem linken Bein stehen? Ja. Wir müssen Sie irgendwie da rüberkriegen. Mein Scheiß. Nee, lassen Sie mal. Vorsicht. So, dann mache ich erst mal. Vigo, Labor. Genau, einmal Blut abnehmen. Ja? Nee, am besten gehen Sie vielleicht draußen, warten draußen bitte. Ja, ja, ich muss hier erklären, was passiert. Ja, das können wir nachher alles gerne können machen. Können Sie mal dieses Telefon bitte nehmen oder fahren wir draußen? Können wir das bitte rausmachen? Soll ich reingehen? Ja, können Sie bitte kurz rausgehen? Ja? Ja? So, während die Schwestern mit Ihnen arbeiten, habe ich ein paar Fragen an Sie, ja? Wenn ich hier bewege, sieht das Sie? Oh, ja. Mhm. Hier oben? Ja. Oh, oh. Mhm. Okay, die Wunde gucken wir dann gleich an. Machen Sie mal eine Faust, bitte. Wir müssen das rechte Bein gleich mal röntgen. Ja? Keine Angst, machen wir so einen Verband drauf und dann gucken, was damit ist. Ja? Nach meiner ersten Einschätzung hat er auf jeden Fall eine Weichteilverletzung gehabt am Bein in der Nähe des Kniegelenkes, wo man natürlich klären muss, ob das Kniegelenk selber auch betroffen ist. Und er hatte offensichtlich einen Verdacht auf einen Oberschenkelbruch. Luke, deine Freundin hat gerade angerufen. Was? Nein. Doch. Nee. Ich habe die Leiter die Wahrheit gesagt. Nein. Dass du gerade einen Arbeitsunfall hattest. Nein, das darfst doch, du nicht. Doch, die kommt nein. jetzt gleich mit seinem Vater. Oh mein Gott, nein. Es tut mir sehr leid. Nein. Ich bin am Zittern, guck meine Hand. Ein bisschen weglassen. Ich möchte. Ja? Die Schwester bringt sie gleich mal raus. Ja. Und dann besprechen wir das andere gleich. Ja? Es tut mir sehr leid. Sag ihr, ich habe sie lieb. Ich liebe sie. Du sagst sie gleich. Die Ronja wartet draußen. Haben Sie irgendwas eingenommen? Unfall. Lager. Ja. Wie tief sind Sie denn gefallen? Gabelstapler. Gabelstapler, Fässer sind auf mich drauf gefallen, ganz viele. Ja? Aus welcher Höhe? Ungefähr? 2 Meter. Schwere Fässer? Ja. Mhm. Ein Fass aufs Bein. Ein Fass ist aufs Bein gefallen. Okay, können Sie den rechten Fuß bewegen? Schwer, aua. Geht aber, ne? Ja. Geht schlecht, aber funktioniert, ne? Oh. Okay, man muss immer unterscheiden, ob es funktioniert oder ob es nur wehtut, ne? Die schwere Beinverletzung scheint für den Lagerarbeiter nebensächlich zu sein. Aus irgendeinem Grund ist dem Mann wichtiger, dass seine Verlobte nichts von dem Unfall erfährt. Wir machen gleich ein Röntgenbild. Hoffen wir ein MRT. Sie dürfen auf gar keinen Fall meiner Verlobten was erzählen. Legen Sie mal den Kopf ganz ruhig hin. Die dürfen auf gar keinen Fall meiner Verlobten was erzählen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ja, die wird sich ja wahrscheinlich Sorgen machen, wenn die kommt, ne? Das stimmt. Hat ihr so richtig gehört, dass sie jetzt hierher kommen wollte, ne? Ja, aber nicht erzählen. Ja, wenn Sie sagen, nichts erzählen, darf ich nichts erzählen. Ne? Das ist alles nicht so schlimm. Ja, das müssen wir dann gucken. Ne? Sie haben ja zumindest. Legen Sie den Kopf ganz ruhig hin. Genau, genau. Dann können wir eigentlich das Röntgenbild machen. MRT? Ja, er ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ne? Ja, hast du gesehen? Ist Ihnen was auf dem, Ist Ihnen was auf den Kopf gefallen? Nein. Der Gabelstapler ist umgekippt. Können Sie sich genauer erinnern an alles? Oder hat jemand was erzählt und Sie wissen das nur vom Hörensagen? Nee, ich weiß gar nichts. Aber Sie können sich erinnern, was passiert ist oder nicht? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich bin Gabelstapler gefahren, wie immer nachts. Und dann ist auf einmal das Regal auf mich draufgefallen. Öffnen Sie mal die Augen beim Reden, bitte. Ja? Gucken Sie den Herr Doktor mal an, wenn Sie mit ihm sprechen. Ein bisschen durcheinander, sag ich mal, ne? Aber keine offene Fraktur. Das tut aber auch weh. Am Bein. Aber nicht so viel. Ja. Das sei jetzt nicht so schlimm. Also ich würde sagen, wir machen Schädel-CT, sicher ist das. Würde ich auch sagen. Wenn er sich nicht erinnern kann. Ja. Und das ein bisschen unzusammenhängend ist alles. Ja, wir machen 2 Untersuchungen. Ein Röntgen, hallo. Hallo. Wir machen 2 Untersuchungen, ein Röntgenbild vom Bein. Hallo. Hallo. Und Sie kommen einmal in die Röhre, wie man so schön sagt. Hallo. Öffnen Sie bitte die Augen. Also der Patient war ja nicht zu jeder Zeit voll ansprechbar, sage ich mal. Jetzt wird er kurz weggegangen. Und man hatte das Gefühl, dass er möglicherweise irgendwelche Drogen verkonsumiert hat oder irgendwelche Medikamente eingenommen hat.
Das war ein bisschen, ja, ungewöhnlich, muss man sagen. Ich wollte ja auf gar keinen Fall Katrin was erzählen. Ja, das jetzt. Wer ist denn Katrin? Sag Katrin, ich liebe sie. Das ist meine Verlobte. Okay. Dann rufen Sie die doch bitte an. Die kommt sowieso. Ja, okay. Okay. Wir kommen gleich wieder, ja? In der Radiologie soll festgestellt werden, wie schwer der Lagerarbeiter tatsächlich verletzt ist. Unterdessen trifft der nächste Notfall ein. Eine junge Frau ist mit dem Rad gestürzt. Was ist passiert? Ich bin mit dem Rad zur Arbeit gefahren und bin von einem Auto geschnitten worden und bin hingestürzt. Und irgendwie der Knöchel, der tut total weh. Und ich glaube, ich habe mir halt auch irgendwie die Nase. Tut sonst noch was weh? Beispielsweise hier oben oder im Rücken? Ich hab ziemlich Kopfschmerzen. Der Rücken ist okay, aber irgendwie mir ist auch nicht so gut. Gosh, dann legen Sie sich einmal zurück. Können Sie noch ein Stück nach oben? Die Nase machen wir gleich mal sauber. Dann gucken wir mal, was damit ist. Aber ich glaube, der Fuß ist im Moment das größere Problem. Ne? Ich würde Ihnen mal den Schuh ausziehen. Mhm. Und gucken wir einmal, was mit dem Fuß ist. Der hat mir zum Glück geholfen. Ja, also ich bin Umzugshelfer, ne? Ich habe dann noch einen Knall gehört, bin direkt rausgelaufen, habe sie dann am Straßenrand liegen gesehen. Uh-huh. Und irgendwie muss man das Schwein jetzt finden, ne? Der sie da geschnitten hat. Ja, gut. Also Sie sind gar nicht irgendwie persönlich liiert oder so. Nein. Ich hatte eben so den Eindruck, so wie Sie reingetragen haben. Wir sind nicht zusammen. Gut. Tut das hier weh? Ja. Mhm. Das ist ein bisschen blau, nicht? Sie das sehen? Ja, ja. Gut. Bei der jungen Dame musste zunächst mal ein Röntgenbild vom Sprunggelenk gemacht werden. Und ich hatte auch ein Röntgenbild von der Nase, vom Nasenbein empfohlen. Und ich würde zusätzlich ein Röntgenbild von der Halswirbelsäule machen, weil bei schweren Stürzen auf den Kopf oftmals auch die Halswirbelsäule beteiligt ist. Haben Sie denn schon die Polizei verständigt? Polizei? Mhm. Warum denn die Polizei? Wegen dem Unfall. Sie hatten doch gesagt, dass sie einen Autofahrer geschnitten hat. Ach so, also wenn ich ehrlich bin, mich hat gar kein Autofahrer geschnitten. Also ich bin mit dem Rad da lang gefahren und dann habe ich ihn und seine Kollegen da auf der anderen Straßenseite gerade Müll packen gesehen. Und naja, sie haben mir das gesehen. Ja. Ist ja, sieht ja, also Sie waren quasi abgelenkt? Ich war etwas sehr abgelenkt und ich bin dann mit dem Rad gegen eine Laterne gefahren. Also ich wollte wirklich nicht lügen, aber es... Ja, er kam mir halt gleich zur Hilfe und er war so nett und mir war das so peinlich und ich finde ihn so nett und deswegen habe ich ihm gesagt, ich wäre von einem Auto geschnitten worden. Ich wollte kein Auto. Nein, keine Auto. Polizei. Aber gut. Bitte sagen Sie ihm das nicht. Dann können Sie ja selber machen. Ja, genau. Okay, gut. Dann würden wir Sie mal in diesen Rollstuhl verfrachten. Da ist er ja auch. Treten Sie näher. Dann können Sie einen Schluck trinken und dann geht es zum Röntgen, ja? Und am besten nehmen Sie Ihren Schuh mit, sonst haben Sie gleich zwei. Während der Mann sich weiter rührend um die verletzte Frau kümmert, hat Schwester Leandra Neuigkeiten aus der Radiologie. Ich habe die Bilder von dem jungen Mann mit dem Knall angezogen. Können wir ihm angucken den? Also wenn du mich fragst, sieht das echt übel aus. Wir haben ein Röntgenbild gemacht, um zu gucken, ob der Oberschenkel frakturiert ist. Das ist auch so gewesen. War zwar nicht grob verschoben, aber so weit gebrochen, dass man das stabilisieren sollte. Wir haben das CT gemacht vom Schädel, um auszuschließen, dass eine Durchblutungsstörung oder eine Verletzungsfolge im Kopf zu finden ist. Das war nicht so, das war alles unauffällig. Und wir haben halt Blut abgenommen. Wir haben in den Blutuntersuchungen auch nichts Auffälliges gefunden. Wir hatten den Verdacht, dass er irgendwas eingeworfen hat, können das aber in der Kürze der Zeit im Labor nicht nachweisen. Was hat er denn? Wir sind nur angerufen worden, schwer. Auf jeden Fall eine Beinwunde, die ziemlich geblutet hat. Und mehr kann ich Ihnen dazu noch nicht sagen. Das ist die Verlobte von Herrn Walter. Guten Abend. Ich wurde angerufen und mein Verlobter war nicht da und er soll hier im Krankenhaus sein. Das ist ein schwerer Unfall, der sollte in der Abendschule sein. Keine Ahnung, was passiert ist. Ist das sein Handy? Haben Sie gerade angerufen? Das ist sein Handy, ja. Was machen Sie denn mit seinem Handy? Ja, wir arbeiten zusammen in einem Lager und ich habe ihn hier hingebracht. Sie arbeiten zusammen? Was für eine Arbeit? Zusammen. Was denn für eine Arbeit? Wir denken, der ist in der Abendschule. Der hat sich sehr schwer verletzt, also ich wusste nicht wohin. Also ohne so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Erstmal ist es so, dass er nicht so schwer verletzt ist. Ja? Es sieht wohl so aus, dass wir ihn hier im Krankenhaus behandeln müssen. Deswegen werden wir ihn hier auch aufnehmen. Er ist noch im Röntgen, wir werden es noch untersuchen. Aber ich denke, wir können da gleich in Ruhe drüber reden. Ja? Ich verstehe das. Luke? Hey! Was du machst? Es ist soweit alles in Ordnung, aber der muss jetzt operiert werden, okay? Ich liebe dich, alles nicht so schlimm.
Alles nicht so schlimm? Was machst du? Was tust du meiner Tochter an? Wieso arbeitest du? Du sollst hier arbeiten. Wieso bist du hier im Krankenhaus? Das müssen wir bitte nicht eskalieren jetzt. Sie können das gleich alles klären. Ich erkläre alles mit Ihnen, was ich weiß. Aber wir müssen ihn erstmal in den OP bringen und ihn behandeln. Hat ja angedeutet, dass wir ihn operieren müssen. Ne? Ich erkläre das gleich alles. Jetzt bringen wir ihn erstmal rein. Sie können da Platz nehmen, ja? Sobald wir was wissen, werden wir Sie informieren, ja? Warum der Mann nichts von seiner Arbeit erzählt hat, kann erst nach der OP geklärt werden. Doch vorher muss der Chirurg noch herausfinden, ob der Mann etwas eingenommen hat. Eine weitere Frage, zu der der 27-Jährige bisher schwieg. Ja, jetzt wird der junge Mann in die OP gebracht. Ich werde mich jetzt umziehen. Ich kann ja mit dem Kittel nicht da rein. Und innen drin geht es dann weiter in der Einleitung, wird er dann vorbereitet. Und dann werden wir ihn anschließend operieren müssen. Mal gucken, dass wir ihn wieder auf die Beine kriegen. Sie haben ja einen Zugang bekommen vorhin, als Sie hier eingeliefert wurden. Ja. Darüber bekommen Sie jetzt einfach nur ein bisschen Wasser. Ja? Okay. Dass Sie versorgt sind mit Flüssigkeit während der OP. Und über diesen Zugang wird Ihnen dann auch gleich die Narkose gegeben. Dann werden Sie intubiert. Ne? Das heißt, ein Schlauch wird in Ihren Mund- und Rachenraum eingeführt, dass Sie versorgt sind mit Sauerstoff während der OP. Davon kriegen Sie aber nichts mit. Sie schlafen. Okay. Keine Angst. Ne? Ja. Und die ganze Zeit ist jemand bei Ihnen. Sie sind nicht alleine. Und verkabelt haben wir Sie ja schon. Darüber können wir gleich Ihre ganzen Werte sehen. Ne? Wie die Sauerstoffsättigung ist, Ihr Puls. So. Herr Wolter. Herr Wolter? Ja. Willst du das einmal? Ich würde noch mal was fragen. Ich habe das Gefühl, wenn ich mal das ganz offen sagen darf, dass Sie irgendwas eingenommen haben. Ne? Sie sind so ein bisschen komisch. Gefingert noch? Da haben Sie eben nicht viel zu gesagt. Ne? Aber es muss Ihnen klar sein, dass Sie jetzt eine Narkose machen wollen gleich. Der Anästhesist ist ja schon da. Und wir müssen schon wissen, ob bei Ihnen, sag ich mal, stoffwechselmäßig alles in Ordnung ist. Oder ob Sie irgendwelche Medikamente im Körper haben beispielsweise, oder irgendwelche Drogen genommen haben, die möglicherweise die Wirkung der Narkosemittel verändern kann. Haben Sie irgendwas eingenommen? Ist das schlimm, wenn ich was genommen habe? Es ist besser, wenn wir es wissen, dann kann man sich darauf einstellen, sagen wir mal so. Ja, okay, also ich muss zugeben, ich habe Tilidin genommen. Also Tilidin ist ein Medikament, ein Wirkstoff, der nicht ohne Grund verschreibungspflichtig ist. Also er kann sicherlich Konzentrationsschwächen davon kriegen, er kann sicherlich damit kein Fahrzeug führen oder keine Maschine führen. Ansonsten mit längerer Einnahme macht Tilidin Verstopfung und es macht da abhängig möglicherweise. Ich musste halt nachts arbeiten und mit der Abendschule, das war alles so viel. Und wie lange nehmen Sie das schon? Schon länger, 2-3 Wochen. Wie viel nehmen Sie davon ein am Tag? Das weiß ich nicht genau, was ich heute genommen habe. Ja, das ist schlecht. Sie müssen mal gucken, in meiner Jacke, da ist eine angefangene Packung, die habe ich heute erst angefangen. Das habe ich von meiner Oma genommen. Ich weiß auch gar nicht. Aber soll ich eben gucken gehen? Aber mehr als eine offensichtlich. Ja, mehr als eine. Ja, dann guck mal. Ich geh mal nachgucken. Ja, ich musste halt durchhalten, wissen Sie. Kann ich verstehen. Es ist alles nicht tragisch, es ist auch keiner böse, wir müssen es nur wissen. Ne, in Ihrem Interesse. Ja, wenn wir gleich wissen, wie diese Dosis war, kann er halt gucken, dass er seine Medikation entsprechend einstellt. Das wird er Ihnen gleich noch erklären alles. Und dann fangen wir mit der Narkose an. Ne? Dann kriegen Sie Schlafmittel. Wenn Sie komplett eingeschlafen sind, werden wir Sie intubieren, also diesen Beatmungsschlauch einführen, was Sie vorher mit ihm besprochen hatten. Und dann geht es in den OP. Und wenn Sie wieder wach sind, ist das Bein wieder stabil und alles wird gut. Okay. Okay? Okay. Der Patient hat seit Wochen immense Knieprobleme. Daher war er nur mit dem starken Schmerzmittel seiner Großmutter in der Lage, seinen Zweitjob im Lager auszuführen. Gleich wird er operiert und danach wissen wir mehr. Brauchen sich aber keine Sorgen und Sie können ja auch so lange warten. Aber warum war er, also von was für einer Arbeit denn? Wissen Sie irgendwas? Hat er Ihnen das gesagt? Ich kann Ihnen da leider nicht. Lager zusammen, aber ich verspreche, ich schwöre, wir haben nichts miteinander. Wir sind nur ein paar Arbeitskollegen. Das ist jetzt auch gerade echt unerheblich. Ja. Sie können sich hierher setzen, Sie können warten. Sobald ich was Näheres weiß, komme ich raus. Aber jetzt gerade... Erklären, das ist ganz merkwürdig, was erstmal ruhig bleiben. Ja? Die Operation dauert 2 Stunden. Danach steht fest, das Bein des jungen Mannes wird wieder vollständig heilen. Doch jetzt muss er seiner Verlobten erklären, warum er heimlich einen Nebenjob angenommen hat. Willst du uns sagen, was los ist? Prinzessin, das ist mir alles ganz peinlich. Aber ich hab's auch nur gut gemeint. Pass auf. Es war so, ich mache ja mein Abi nach. Aber, und hab deswegen halt wenig Geld. Und ich habe ja auch, meine Eltern haben ja auch nicht so viel Geld. Und ich wollte dir einfach deine Traumhochzeit ermöglichen. Und deshalb habe ich einfach angefangen, nachts im Lager zu arbeiten. Weil ich einfach nur wollte, dass du die Hochzeit hast, die du bekommst. Du kannst auch mit mir über alles reden. Hey. Ich habe dich doch nicht verdient, sagt dein Vater immer. Was redest du denn da? Ich habe doch gesagt, alles wird gut. Ich will einfach nur, dass du bekommst, was du verdienst.
Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. An der Stelle würden wir uns gerne von Ihnen verabschieden. Ich denke, vielleicht ein bisschen Zweisamkeit würde Ihnen vielleicht ganz gut tun. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Ja? Danke. Für Sie auch. Ja, Dankeschön. Danke. Gute Genesung. Wie lange bleibt er denn noch hier? Also ich denke mal maximal 2 Wochen. Okay. Okay. Der junge Mann konzentriert sich nun auf seinen Schulabschluss. Für die Hochzeit hat das Paar eine günstigere Alternative gefunden. Die Radfahrerin hatte lediglich einen verstauchten Knöchel und wurde von ihrem Retter nach Hause begleitet.